Immer wieder wird über die allgemeine Politikverdrossenheit gesprochen, aber die scheint mehr und mehr ein Altersphänomen zu werden, denn Junge interessieren sich plötzlich wieder vermehrt für Politik. Das besagen Studien. Aber wer holt diese junge Begeisterung ab? Das hat das Jugendforschungsinstitut T-Factory nun untersucht. 400 Österreicherinnen und Österreicher zwischen 16 und 24 Jahren wurden dazu befragt. Wer kann es in den Augen der Jugend besser? Hier zum Teil die überraschenden Resultate. Instagram ist einer der beliebtesten Social-Media-Kanäle von Jungwählern. Wer kommt besser an? ÖVP-Kandidat Kurz oder SPÖ-Kandidat Kern? Das hat das Meinungsforschungsinstitut T-Factory untersucht. Dessen Leiter Bernhard Heinzelmeier war früher Vorsitzender der SPÖ-nahen Studentenorganisation VSSDÖ. Sein Ergebnis? Kurz schneidet bei Jungwählern besser ab. Der größte Vorteil von Kurz gegenüber Kern bei den Jungen ist sein Alter. Also die Jungen wählen eindeutig jetzt den jungen, attraktiven Kandidaten. Ja. Das Zweite, was bei Kurz wichtig ist, ist die Modernität, der Veränderungswille und die Durchsetzungskraft. Kurz gilt laut Studie als unverbraucht und unschuldig. Und das, obwohl er seit 6 Jahren in der Regierung sitzt. Kern steht hingegen für Erfahrung und Kontinuität. Bei diesen Wahlen wird in den jungen Zielgruppen die Person entscheiden. Es werden nicht die Programme entscheidend sein, es werden nicht die Themen entscheidend sein, sondern es wird die Möglichkeit entscheiden, mit welchen Kandidaten kann ich mich identifizieren. Eine Identifikationsfigur möchte auch Julia Herr von der sozialistischen Jugend sein. Sie forderte zuletzt von ihrer Partei öffentlich einen fixen Listenplatz, will aber nicht allein auf ihre Jugend reduziert werden. Es nervt mich fast, wenn man so tut, als wäre Jungsein eine politische Kategorie. Jungsein ist noch kein Vorteil, das Alter ist aber auch keiner. Ich glaube, es geht, wenn man um das Thema junge Leute in Parteien redet, geht es darum, dass das junge Leute sind, die vielleicht kritischere Ansätze haben, die neue Ideen bringen, vielleicht andere Themen besetzen und einfach vielleicht einen neuen Zugang auch ins Parlament bringen. In der ÖVP steigen an der Seite von Kurz nun auch andere Junge auf, etwa Nico Machetti. Er tritt in Wien als Jugendkandidat der ÖVP an. Das Ziel ist, dass wir von der Altherrenpartie hinkommen zu einer ausgeglichen, diversen Kandidaten-, Parteistruktur, was auch immer, wo wirklich jede Bevölkerungsgruppe, jede Schicht und jede Generation vertreten ist. Allerdings, das zeigt die Studie, die Meinung der Jungen über Politiker beeinflusst inzwischen auch das Wahlverhalten der Älteren. Und das ist ein neuer Trend.